Hier spricht Ustra und ich bin schon fleißig am Bauen bei Kerbal Space Program. Ich habe gedacht, ich überlege mir mal eine Rakete, die ich vielleicht vorher schon bauen kann. Hier, das ist unser Prototyp. Damit werden wir auf jeden Fall in die Umlaufbahn gelangen. Das ist so viel ziemlich mein Tipp. Dafür haben wir jetzt Harden Kerman, der irgendwie wieder aufgetaucht ist, zu Rate gezogen. Der ist von den Toten wieder auferstanden. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, es sieht komisch aus. Wir machen das jetzt trotzdem mal. Mal schauen, was passiert, und jetzt geht's los. Ich hoffe, euch gefällt das LP soweit. Ist nicht ganz so einfach für mich, hier dieses Wissenschaftliche irgendwie rüberzubringen. Es hat sehr viel mit Technik zu tun, sehr viel mit Raketenforschung zu tun. Ich habe gerade mal im Internet recherchiert, was ich so besser und anders machen kann und so. Und es gibt da kaum Ideen, außer man ist halt Raketenwissenschaftler und es hat halt viel mit Berechnung und Mathematik zu tun. Das soll euch natürlich nicht langweilen bei diesem LP, nein, es soll Spaß machen. Vor allen Dingen macht es Spaß, hier die Leute in den Weltraum zu schicken. Wir sind gar nicht so schlecht dabei mit unseren Raketen. Wir sind jetzt schon 6000, 7000 Meter hoch, ist zwar jetzt nicht so der Mega-Klopper, aber 10.000 Meter schon mal mit der ersten Rakete ist schon mal auf jeden Fall was. So, jetzt können wir mal weiter hochkommen. Mein Ziel ist es, wie gesagt, immer noch die ersten orbitalen Flug nicht nur hinter uns zu bringen, sondern auch dann dabei zu belassen, dass wir wirklich was im Orbit haben. Ich guck mal, dass ich jetzt noch ein bisschen höher komme. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Jetzt geht's gerade nach oben. Ihr seht, es geht richtig schnell. Wir sind bei, keine Ahnung, vielen Umdrehungen. Man sieht hier keine Geschwindigkeitsanzeige leider. Oder, ne, das ist nur Surface. Okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben hier. So, wir sind jetzt aus der Atmosphäre raus. Wir sind jetzt schon weit im All. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das nicht doch hinkriegen. Wir wollen mal gucken, ob wir das nicht doch hinkriegen. Dafür brauchen wir mal eben unseren... So, hier mal das Manöver. Wir brauchen diese... Ne, die brauchen das in die andere Richtung. Wusch. Ne, das war zu viel. Mal zurück. Mal ein bisschen zurück. Das ist eine komische orbitale Bahn hier. So ein bisschen. Und hier ein bisschen dran ziehen. Naja. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach außen. Gucken wir eben nach unseren Ressourcen. Okay, wir müssen erstmal weiter weg vom Planeten. Das auf jeden Fall. Und dann können wir ab da die Bahn starten. So sieht das ganz gut aus. So, und hier werden wir jetzt einfach so machen. Swoosh. Jetzt werden wir das noch ein bisschen drehen. Swoosh. Und das sieht doch mal nach... Na, ein bisschen groß, okay. Sehe ich vielleicht noch ein. Müssen wir. So krass müssen wir gar nicht rum. So wird eigentlich schon reichen. So. Da müssen wir jetzt unser Raumschiff drauf ausrichten. Das machen wir natürlich manuell. Da müssen wir mal eben ein bisschen den Ball hier durchsuchen. Mit den Richtungsangaben, die natürlich immer verlässlich sind. Ja, wir könnten da noch ein bisschen runterrollen, vielleicht eventuell. Komm, komm, komm. Ich brauche im Moment nichts weiter tun als... versuchen, in den Orbit zu kommen. Ich will unbedingt auf andere Planeten landen und irgendwelche Tests im Weltraum machen und so. Das ist genau das, was ich hier erreichen möchte, wo ich euch gerne auch dabei haben möchte. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller werden. Oh, stopp. Mein Manöver beginnt erst da hinten. Wir können aber trotzdem schon mal ein bisschen anfangen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin... Ganz do... Oh, 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 nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wow, 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 beruhig dich, beruhig dich. Wir müssen auf unserem Ziel bleiben, sonst wird das nichts mit dem Kurs, mein Freund. Wir müssen genau hier bleiben mit dem Kurs. Genau da bleiben. Nein, 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 wir wollen nirgendwo anders hin. Ich will diesen Kurs haben. Los! Blödes Raumschiff, mach hinne.
Ich habe jetzt extra mir so ein fettes Raumschiff überlegt, dass das vielleicht schaffen könnte. Und das ist echt... Das wäre so hammermäßig, wenn wir das schaffen würden, den ersten Rundflug hier zu schaffen. Es ist immer so, dass wir nie genug Sprit haben. Und wir haben auch jetzt wieder nicht genug Sprit. Ah, es ist so traurig. Das ist so traurig, dass wir das nicht schaffen können. Das ist einfach für alles der Sprit fehlt. Wir kommen nicht hoch. Ich komme nicht hoch genug ins All. Das war mein Stuhl übrigens. Ich komme nicht hoch genug ins All, um das mal so ein bisschen zu koordinieren. Das regt mich richtig auf. Hier nochmal zu sehen, alle Teile. Crew Report. Es gibt uns alles nichts mehr. Hier auch die mysteriöse Flüssigkeit irgendwie. Gibt uns noch. Tja, gibt uns noch so zwei Pünktchen. Das, was wir machen können, ist versuchen nochmal zu evakuieren hier. Und hier nochmal vielleicht einen Report zu kriegen. Genau. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Dann gehen wir nochmal an Bord. So, das sind schon mal die 8. Die werden wir auf jeden Fall behalten. Ein Crew-Report, einen weiteren von innen gibt es nicht. Dann werden wir das Ganze mal ein bisschen schneller gestalten. Und dann hoffen wir, landen wir gleich sicher auf der Erde. Ich weiß noch gar nicht, wo ich da landen werde. Ja, du kannst ruhig runtergehen. Gibt es immer noch keinen weiteren Crew-Report. Das ist natürlich schlecht. Und immer weiter geht's nach unten. Zack. So, jetzt muss ich hier langsam aber sicher mal wieder die Bremse anmachen. Ich kann mein Haus von hier oben sehen. Das behalten wir auch mal eben. So, okay, das war das. Tja, da sind wir schon mal wieder ein bisschen weiter gekommen. Auf jeden Fall, was unsere Technologie angeht. 8000 Meter, 7000 Meter, 6000 Meter. Wir sind relativ langsam. Das ist ganz gut. Wir werden jetzt schon mal die Fallschirme öffnen. Weil die werden ja diesmal nicht reißen bei zwei Stück, das haben wir gelernt. Die sind sicher und wir sind sicher vor einem Absturz. Bitte. Der eine Fallschirm hat sich echt erledigt. Boah, da waren noch irgendwelche Teile, die draufgegangen sind. Der Fallschirm ist auch ziemlich am Zucken. Ach, weil er versucht hat, irgendwie was gerade zu machen. Wir werden gleich nochmal einen Evakuierungsreport, denke ich mal, behalten. Ich hoffe, das wird funktionieren. Zack. Können wir nochmal evakuieren? Was? Ich glaube, der ist gestorben. Der ist zerquetscht worden von dem Vehikel. Ups. Das tut mir irgendwie leid. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Verdammte Axt, jetzt haben wir den verloren. Aber gut, ich meine, der ist irgendwie von den Toten auferstanden. Ich wusste sowieso nicht, was der da noch wollte. Das brauchen wir recovern. Jetzt haben wir 39 Punkte. 11 haben wir nochmal gekriegt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir brauchen eigentlich als nächstes diese Drohnenköpfe hier. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich will das hier als nächstes haben, Flight Control. Da können wir nämlich andere Reaktionsscheiben nochmal machen, die auch selber fliegen können. Und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir nicht mehr so viele Punkte. Das könnten wir diese Folge noch erreichen. Oder besser gesagt, ich könnte versuchen, das zu erreichen, wenn ich nicht so ein Idiot wäre. Deswegen versuchen wir hier mal eben ganz schnell was, und zwar, ich will weniger Gewicht halt mitbringen, aber obwohl ich immer noch genug Schub haben will, das ist nicht ganz so einfach ins All zu kommen, sieht man ja hier auch, ich könnte einfach mal, nee, das brauche ich alles, da brauchen auch das Ding, da führt überall kein Weg dran vorbei. Da führt überall kein Weg dran vorbei. Also, wir sind schon ziemlich gebunden an das, was wir hier machen müssen. So, wir können höchstens das machen. Und da können wir jetzt nochmal versuchen, diese Teile hier dran zu kleben. Das nicht ganz so einfach ist. Haben wir ja gemerkt. Relativ mittig. Und da machen wir nochmal ein bisschen Spaß dran. Wer das jetzt schon länger verfolgt, das Projekt, weiß, dass ich mich hier ziemlich schwierig tue, Raketen zu bauen. Es liegt ja nicht nur daran, dass es schwierig ist, die Raketen zu fliegen. Es ist auch unwahrscheinlich schwierig, die Raketen abzufeuern und loszulegen. Das Problem ist, ich weiß nie, wie viel... Jetzt sind die alle... Ja, wir machen den All-Kerman, der kann das.
Ich weiß nie, wie viel Gewicht das jetzt genau hat und wie viel Schub der jetzt genau braucht. Man sieht hier nur, wie der Lift ist und wo die schwere Achse ist und so. Hiermit wird natürlich dann bestimmt, ob er nach links kippt beim Fliegen, nach rechts kippt beim Fliegen oder so bleibt. Und ich weiß, ich benenne die Raumschiffe und ich hat den Grund, weil ich überhaupt gar nicht weiß, oder weil die einfach keinen Erfolg versprechen, was ich mache. Das heißt, ich teste sehr viel und ihr müsst da leider jetzt mit zuschauen. Ich hoffe trotzdem, das hat irgendeinen Wert und Nutzen für euch. Ihr wisst schon, was ich meine, also unterhaltungstechnisch, dass man das trotzdem gucken kann. Der Orl, der legt jetzt los, ich weiß ganz genau, das wird was. Und ich würde euch viel mehr erzählen über so Weltraumgeschichten und keine Ahnung. Und ihr seht ja auch vielleicht habt ihr auch bei Starbound reingeguckt, bei Mio und mir. Das ist alles sowas, wo es halt um Weltall und Weltraum geht. Jetzt sieht man hier schon, der kippt leicht zur Seite. Und das soll er ja eben nicht tun, er soll schön nach oben fliegen. Und wenn er schon gleich am Anfang so kippt, ist es kein gutes Zeichen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Überhaupt kein gutes Zeichen. Dafür, dass es nicht so erfolgsversprechend ist. Ich könnte die Dinger jetzt abwerfen, mache ich aber nicht. Weil wenn wir jetzt damit schon mal, sag ich mal, 5000 Meter hoch kommen oder ein bisschen mehr, das wäre schon was. Natürlich verbrauche ich jetzt auch jede Menge elektronische Chargers, wenn ich mich hier dagegen wehre, dass der jetzt so eierig fliegt. Das wird sich bessern, sobald jetzt diese Dinger da, wenn ich die jetzt gleich absprenge, nämlich jetzt, dann wird sich das ein bisschen bessern. Jetzt habe ich noch eine dicke Rakete anstatt die kleine. Wenn ich jetzt nur hochkommen würde, ich verbrauche schon wieder meine ganzen Elektrocharges, dann würde ich mal sagen, wenn ich die jetzt, ach, wenn ich die ausmache, bringt das noch weniger, oder? Komm ich hoch? Nee, komme ich nicht hoch. Nein. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Wir fliegen jetzt irgendwie geradeaus, das überhaupt keinen Sinn macht für uns. Nö, macht keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum die Nase so nach unten hängt jetzt. Macht für mich... Ach, komm schon. Ja, ich bin doch kein Flugzeug, ich will nach oben. Ich will einfach nur nach oben. Into space, Junge. Nach oben. Da war noch ein bisschen... Ach komm, überlass. Wir müssen nach oben. Nach oben, nach oben. Das ist nach unten. Das ist oben. Ja. Nee, wir taumeln zu viel. Wir taumeln zu stark. Das wird nichts. Jetzt geht's wieder runter. Jetzt geht's wieder rauf. Ach, er hat sich wieder gefangen. Jawohl. Aber leider kriegen wir wieder nicht genug. Wieder nicht genug Schub, um irgendwas anderes zu erreichen. Ich könnte jetzt aussteigen, aber ich denke mal, wenn ich jetzt rausgehe, hat sich das ziemlich erledigt. Verdammte Tat. Ja, dann taumel doch ein bisschen. Hat sich jetzt eh erledigt. Ist die Frage, ob ich ihn jetzt aussteigen lassen kann. Evakuieren. Oh, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Das Schiff ist ja ganz hinten. Da komme ich nicht mehr dran, denke ich. Das ist 170 Meter entfernt, 190 Meter entfernt, 200 Meter entfernt. Das fällt natürlich extrem nach unten. Und wir steigen noch. Was überhaupt keinen Sinn macht. Wir gehen mal nach unten. Und wir werden jetzt langsam fallen. Ihr habt das vielleicht gesehen, hier dieser Red Bull-Typ, der sich aus dieser Höhe gestürzt hat. So ähnlich wird es jetzt auch gehen. Ich hoffe einfach, dass wir das überleben werden. Normalerweise würde ich sagen, ja, aber mal gucken, was passiert. Oder er verglüht. Das kann natürlich auch passieren. Wir werden es einfach erleben. Das ist nach oben, das ist nach unten. Oh, jetzt wird's warm. Oh, oh. Oh, ach, dass der Anzug das überhaupt mitmacht. 7000 Meter, wir fallen natürlich wie ein Stein hier. Ganz langsam müssen wir jetzt runterfallen, ganz langsam. Dann können wir eventuell All Kerman hier retten. Gucken, ob ich irgendwie hochkomme. Keine Ahnung. Boah, wir fallen immer noch steinartig. Komm schon, komm schon. Ganz langsam nur fallen. Ganz langsam nur fallen. Wir schaffen das. Schaffen das. Ich glaube an ihn, ich glaube an ihn. Ihr glaubt auch an ihn, ich weiß das. Aua. Tja, das war's. Da gibt's nichts übrig zu bleiben.
Das war richtig Mist. Das war wieder richtig Mist. Und ich weiß nicht, warum es passiert. Ihr habt es gesehen. Die Rakete fliegt einfach irgendwann ununterbrochen geradeaus am Himmel entlang. Das null Sinn macht für die ganze Operation nicht. Und das hat auch keinen Nährwert für die Forschung. Ich habe einfach keine Idee mehr, wie ich nach oben gelangen soll. Ups, ich will da nicht benennen, danke. Ja, ich gehe jetzt einfach nochmal höher und mache jetzt nochmal den letzten Versuch mit einer sehr, 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 sehr unstabilen, riesigen Rakete. Die ungefähr so aussieht. Ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Wir haben auch langsam auch keine Rekruten mehr, weil die uns alle irgendwie hops gehen und drauf gehen. Da können wir jetzt nur noch den Dodas nehmen. Der macht das jetzt. Für uns. Ich bin da ganz, ganz gespannt, was er jetzt versucht. Die Sache ist einfach, glaube ich, wie bei der ersten Mondlandung. Keiner weiß genau, was da richtig so passieren tut. Deswegen ist es einfach ein riesen Ratespiel einfach. Und genau dieses Ratespiel benutze ich jetzt auch. Ich versuche einfach mein allerbestes. Das sehr krass zu scheitern versucht. Jetzt versuche ich halt auch diese normale Bauweise der Raketen einfach lang, keine Widerstände links und rechts, oben einfach abgerundet, gib ihm. Und das hat letztes Mal schon geklappt, das wird dieses Mal vielleicht auch klappen fürs Hochkommen, klar. Aber das hat natürlich keinen Nährwert dafür, Crew Report. Immer mal gucken, ob wir nicht irgendwas kriegen sollten. Das hat natürlich keinen Nährwert für den weiteren, den behalten wir erstmal, für den weiteren Verlauf hier. Wir schaffen mit einer Raketenladung, schaffen wir jetzt hier 3500 Meter. Das ist natürlich nix. Das ist natürlich überhaupt nix. Mit der nächsten Rakete, die jetzt natürlich leichter ist, werden wir wahrscheinlich doppelt so viel schaffen. Dann schätze ich mal, sind wir wieder bei 15.000. Und das reicht einfach nicht. Wir müssen eigentlich bis 35.000 müssen wir diese Art von Treibstoff benutzen, um nach oben zu kommen, weil sonst sehe ich da einfach schwarz. Und wer Tipps für mich hat, der soll die bitte ganz herzlich und exklusiv in die Kommentare schreiben oder mir Links geben oder mich einfach beleidigen, dass ich das nicht kann und nicht schaffen werde. Aber sonst werde ich nicht aufgeben, hier mit Bodas es zu erreichen. Ich habe ja gesagt 15.000. Ich kann das relativ gut abschätzen, weil wir schon ein paar Mal oben waren. Wie weit wir jetzt kommen, ihr seht, die Atmosphäre gibt irgendwann nach. Und sobald ich eigentlich, ja, sobald ich irgendeinen Punkt erreicht habe, dann kann ich so ein Space, so ein Flug mal landen, wo es dann heißt, ja, ich kann ganz langsam nur fahren. So reicht schon. Solange ich jetzt einfach nur geradeaus nach oben weiterfliege und sich diese AP-Kurve immer weiter erhöht, ist das kein Problem. Normalerweise müsste nämlich die Kurve, sage ich jetzt mal, ja, tolles Manöver. Normalerweise müsste sich diese Kurve einfach drastisch erhöhen, bis ins Unendliche. Das wird die ja auch irgendwann unendlich groß. Das ist es ja eben. Und zwar gewaltig, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen drehe. Seht ihr schon, da passiert schon einiges. In der Länge. Aber das wird nicht reichen. Natürlich bin ich gleich ziemlich weit irgendwo in Space. Jetzt sind wir wieder getaumelt. Und das war's schon wieder. Da hinten seht ihr den Mond. Ich komme nicht hoch. Ich habe keinen Treibstoff mehr, nix. Das ist Kacka. Großer Kacka. Oh. Die können wir ausschalten, die brauchen wir nicht mehr. Der Crew Report wird uns wahrscheinlich nichts mehr geben. Ich evakuiere die nochmal nach hier draußen. Ja, okay. Zack. Die Situation, dann können wir das mal eben reintun. Jetzt können wir nämlich versuchen, loszulassen und dann zu fliegen. Dann brauchen wir hier noch einen Evakuierungsreport. Da müssen wir mal festhalten. Und auch den können wir dann reintun. Achso, ist schon, okay. Okay, dann können wir nochmal hier ein bisschen fliegen. Ne, wir halten uns mal besser weiter dran fest und gehen mal an Bord. Ist mir lieber. Dann resetten wir mal den Kanister und gucken uns den nochmal an. Bringt uns wahrscheinlich. 2,3 Punkte bringt uns das noch. Das könnte ja reichen.
könnte ja locker reichen. So. Jetzt müssen wir nur noch recht runterkommen. Ich weiß nicht, wo wir da landen werden. Keine Ahnung. Eventuell können wir da nochmal einen anderen Report schreiben. Wenn wir dann unten sind. 10.000 Meter, 8.000 Meter. Zack, 7.000 Meter. Gleich geht mein Fallschirm auf. Nämlich bei 5.000 Meter. Immer geduldig bleiben. Nicht zu früh starten. Jetzt kommt er. Und wenn er gleich anfängt zu zappeln, einfach ausmachen, dass hier... Oh, guck mal, da haben wir eine neue... Ich glaube, Mountains sind das. Komm. Oh nein! Das ist nicht wahr! Jetzt sind wieder beide Fallschirme abgerissen. Unglaublich! Alles wieder für einen Arsch! Entschuldigung, dass ich so ausraste, aber... Ich komme nicht mehr weiter, einfach. Ich komme nicht mehr weiter. Alles geht kaputt. Obwohl wir die Fallschirme dran haben, gehen die kaputt. Alles ist einfach nur... Kacka. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaut in der nächsten Folge wieder vorbei und hofft, dass wir dann mal nicht so drauf gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.